Vorsteherin, meine Damen und Herren, ich könnte es mir jetzt relativ einfach machen und die Ablehnung dieses Antrags politisch begründen, indem ich den Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz zitiere. Das tue ich allerdings hiermit nicht, weil es sich in der Tat lohnt, den Blick auf die Details zu richten. Und die Details setzen sich aus verschiedenen Ebenen zusammen. Wir haben einmal die politische Ebene, wir haben die finanzielle Ebene und wir haben auch die rein praktische Ebene, was die Umsetzung bzw. die tatsächliche Generierung dieser Straßenbeiträge anbelangt. Ich habe heute Morgen die Pressemitteilung des Kollegen Decker und des Kollegen Hartmann zur Kenntnis genommen. Und in der Tat ist es so, dass man sehr wohl darüber nachdenken kann, dass das Land zumindest mit beteiligt wird. Dafür sprechen im Übrigen auch die aktuellen Zahlen des Hessischen Städtetages. Weil er hat nämlich vor ein paar Wochen veröffentlicht, dass die gesamte Investitionsquote in die Infrastruktur in Hessen gemessen an den anderen Bundesländern im unteren Drittel liegt. Und das ist wiederum für ein reiches Bundesland wie Hessen ein weniger großes Ruhmesblatt. Die anfallenden Kosten für eine grundhafte Erneuerung von öffentlichen Wegen und Straßen können sowohl über die bisherige Regelung als auch rein steuerfinanziert werden. Die bestehende Regelung in Kassel ist eine Umlage auf die angrenzenden Eigentümer. Davon abgezogen werden der kommunale Anteil für öffentliche Erschließungen, des überörtlichen Verkehrs und der ÖPNV-Bus und eventueller Anteile Dritter, zum Beispiel bei gleichzeitiger Erneuerung von Zug- und Ableitung oder Umbaumaßnahmen der KVG. Eine Umstellung, eine durch Steuer finanzierte Bezahlung, müsste durch höhere Steuern, zum Beispiel der Grundsteuer, gegenfinanziert werden. Das hätte natürlich rein praktisch den Vorteil, dass die Verwaltung weniger Arbeit hat. Wenn ich mir die Zahlen von 2011 bis einschließlich 2017 anschaue, so hat man im Durchschnitt an Straßenbeiträgen 1,1 Millionen Euro generiert. Gemessen an den Einnahmen der Grundsteuer B, die haben letztes Jahr roundabout 36 Millionen betragen, wären das um die 3%. Das würde bedeuten, wenn man den Hebesatz erhöhen würde, müsste man den Hebesatz jetzt von 490 auf 500 Punkte erhöhen. Ein weiterer Vorteil liegt in der gleichmäßigen Belastung der Eigentümer gegenüber den Einmalzahlungen nach vielen Jahrzehnten. Der Nachteil ist eine umstellungsbedingte Gerechtigkeitslücke, da ja die Straßenanreiniger bis zum Stichtag ihren Anteil an der Aufwertung ihres Grundstückes durch grundhafte Erneuerung geleistet haben. Alle Eigentümer tragen dann nach dem Stichtag der Kosten für alle. So auch die Eigentümer, die vor kurzem erst ihren Beitrag für ihre Straßen erbracht haben. Im Moment müssen sich grundhafte Straßenerneuerung der Diskussion in den Ortsbeiräten und bei den Anliegern stellen. In diesen Diskussionen wurde in verschiedenen Fällen schon mäßigend auf den Ausbaustandard und die Kosten eingewirkt. Dieses Korrektiv könnte sich in das Gegenteil verkehren, wenn eine direkte Kostenbelastung nicht mehr bei den Anliegern spürbar ist. Die Kasseler Linke hat in der Vergangenheit bei Anträgen in der Stadtverordnetenversammlung zur Umstellung der Straßenbeiträge auf die Notwendigkeit der Gegenfinanzierung ebenso hingewiesen. Da dies nie zur Diskussion stand und es tatsächlich keine wirklich seriöse Gegenfinanzierung gab, haben wir diese Anträge auch in der Vergangenheit mehrheitlich abgelehnt und wir werden dies hiermit auch wieder tun.